Und schon wieder zurück zu Horizon Zero Dawn, wo wir mitten in der Nacht im Meridian rumstehen. Und ich bin natürlich wieder zum Feuer gelaufen, damit ich meinen Spielstand speichern kann. Hab mir aber auch schon den Wegpunkt gesetzt zur nächsten Quest, die uns erwartet. Und ich glaube, da müssen wir einfach nur einmal hier quasi in den Außenbezirken von Meridian rumlaufen und quasi wieder die Treppen hoch. Deswegen mache ich das gerade mal flugs. Wir hatten ja gesagt, wir sammeln jetzt erstmal alles ein, was wir an Aufgaben finden können. Und dann gucken wir mal, wo wir sie erfüllen können. Sind alle Nora-Frauen so schamlos? Ja, sind sie. Sie sind komplett schamlos. So, die Jägerloge. Ich erinnere mich, hier hat man noch jemanden, mit dem wir reden sollten. Stimmt, Tana. Von der haben wir gelesen. Kannst du mir sagen, wie es in der Loge läuft? Tut mir leid, ich kann jetzt nicht reden. Okay. Danke, das war... Du warst nicht die Quest. Okay. Mir egal, was andere Stämme so treiben. Ich kümmere mich. Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Kaja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der 5 Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu 3 Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Okay. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Ja, das ist anders, als ich es mir gedacht habe. Guck mal, erlange alle Halbsonnen. Wir haben 4 von 15. 2. Das ist Logen-Sprengschleuder-Waffenkiste. Logen-Sprengschleuder-Waffen-Kriegsbogen, Kriegsbogen, Seilwerfer, Seilwerfer. Kriegen wir den Kriegsbogen dann für... Ja, das kann ich jetzt hier daraus nicht ersehen, ne? Aber es ist anders, als ich dachte. Wir müssen nicht einfach nur eine bestimmte Anzahl haben, sondern wir müssen überall in jeder einzelnen Prüfung antreten und überall mindestens die Halbsonne bekommen, um zumindest eine von den Waffen zu bekommen. Das könnte interessant werden. Ich hätte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht einen neuen Speer irgendwie mal bekommen. Ein Speer, den ich auch upgraden kann. Weil ich habe definitiv Speer-Upgrades, also Speer-Modifikationen. Aber ich weiß nicht, wohin damit. Ich weiß einfach nicht, wohin mit den Modifikationen, weil unser Speer hat keine Slots dafür. Und hier ist große Versammlung. Lieber Himmel, du bist eine Nora, so sicher wie die Sonne aufgeht. Ich bin eine Nora, genau. Na gut, das bedeutet... Ehre den Gefallenen. Da oben ist noch ein Aussichtspunkt, den könnte ich noch glatt mal mitnehmen. Hier ist so ein kleines Wölkchen, das stört mich so ein bisschen. Das muss eigentlich noch weg. Da ist Ehre den Gefallenen und hier auch Ehre den Gefallenen. Begib dich zu den Schreinen.
Das könnten wir gerade mal angehen. Wir haben ja jetzt alle Quests zusammengesammelt. Also wir können uns auch mal daran machen, eine zu erfüllen. Eine Frau steigt in den Rängen der Jägerloge auf? Ja. Eine Frau steigt in den Rängen der Jägerloge auf. Mich würde natürlich noch interessieren, was das da ist. Da sind wir noch nicht vorbeigekommen, oder? Falscher Knopf. Ich weiß übrigens, warum ich mich immer wieder mit der Tastenbelegung vertue. Mittlerweile. Weil ich den großen Fehler gemacht habe. Und zwischenzeitlich mit meiner Freundin auf der PlayStation nochmal Assassin's Creed Syndicate angefangen habe. Weil sie das noch gar nicht kannte. Und sie die Story unbedingt mal sehen wollte. Und da ist die Steuerung anders und das ist mein großes Problem. Niemand kommt ohne eine Einladung in den Palast. Ach, der Palast. Okay. Okay. Ja, und da ist mein großes Problem. Ich spiele dann an der PlayStation mit einer ganz anderen Steuerbelegung für Assassin's Creed und dann komme ich wieder hier hin und spiele hier und habe hier wieder eine ganz andere Steuerung. Da kommt man schon mal durcheinander. Ich versuche das ein bisschen zu begrenzen. Okay. Dann kann ich hier das Fähnchen wegmachen. Ich hätte jetzt auch einfach hier hinten rumlaufen können, ne? Mal da zeigt es uns den Weg dahin an. Hier hin, dann hier rum und dann da hinten raus aus der Stadt. So wie wir auch reingekommen sind. Ich finde es schön, dass sie hier alle immer Spalier stehen, sobald wir vorbeikommen. Man fühlt sich so wichtig. Ist irgendwie schön. Gut. Ich überlege gerade, macht es... Ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, vielleicht auch erstmal das Panorama zu holen. Ich will mal gucken, zu welcher Reihenfolge dieses Panorama gehört. Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Ja, die heiße Mittagssonne wirft keinen Schatten. Es kommt drauf an. Wenn man unter einem Dach steht, dann schon. Was uns wieder lehrt... Jegliche Dogmen sind immer ein Teil Betrachtungsweise. Der eine steht in der Wüste und denkt sich, ah, die Sonne ist erbarmungslos. Der andere steht unter einem hübschen Vordach und denkt sich, oh, angenehme Temperaturen heute. Ich mag die mit dem Sonnen. Ich glaube, wir müssen... Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen da oben rauf, ne? Werden wir wahrscheinlich ein bisschen klettern müssen. Vermute ich jetzt einfach mal. Schwupp. Dankeschön. Was ist denn das hier? Ich meine, das haben wir ja auch noch nicht entdeckt. Was haben die denn hier gemacht? Das gehört doch noch irgendwie zum Meridian mit dazu. Hier sind diese Steinpfeiler, die sind... Oh, was ist das denn? Sieht gerade unfassbar mystisch aus hier mit diesem roten Licht. Ist das ein Steinbruch? Ich glaube, das ist ein... Oh, da ist noch eine Quest. Ich glaube, das ist ein Steinbruch. Wurde hier wahrscheinlich der Stein geschlagen für Meridian. Steilklippensiedlung. Das können die sonst aber besser. Oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Nanu? Ich finde es übrigens sehr schön, dass Aloy außer Atem ist, weil sie bergauf gelaufen ist. Ich bin nicht mal gerannt. Sie ist einfach nur bergauf gelaufen und man merkt, okay, sie ist außer Atem. Das ist schon ein bisschen frivol, oder? Aber wo genau? Da vorne. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert wie Weißkohlen hier im Steinbruch. 5 Männer ermordet? Wie?
Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Die scheinen hier genauso Probleme mit Grauhabichten zu haben wie Kelas und ich. Grauhabichte scheinen hier wirklich ein Problem darzustellen. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Oh, mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Oh, Verzeihung, ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches, ja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Saravat sagte, nein, das ist zu dämlich. Ihr habt ein bisschen gesprengt. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Was genau hat Saravat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steine rücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft. Naja, ich habe einen Fokus und den habt ihr nicht. Und das gibt mir einen großen Vorteil, dabei mich umzusehen. Aber dann sollte ich die Quest vielleicht auch aktivieren. Na, nicht das Stufe 24. Ja gut, wir sind Stufe 28. Es müsste bald auch die Sonne aufgehen. Ich habe das Gefühl, es ist eine bessere Idee, auf Sonnenaufgang zu warten, bevor wir da runtergehen. Wie komme ich denn überhaupt da runter? Habt ihr einen Weg? Springen ist keine gute Idee. Ich habe das schon viermal gesehen. Oh. Oh. Wunderbar. Was verbirgt sich da hinter dem Haus? Ah ja, eine Vorratskiste. Immerhin 14 Metallscherben. Beschwere ich mich jetzt nicht. Ich denke, wir müssen einfach dem Weg folgen. Ja, der wird ja wahrscheinlich irgendwie sich darunter schlängeln. Das erklärt dann auch diese Holzbalken hier auf dem Boden. Über die kann man nämlich schwere Steine im Zweifel sehr gut ziehen. Und vor allen Dingen auch nach Meridian runter. Das ist hochinteressantes Gestein. Die wenigsten wissen das, obwohl ich habe das schon mal erwähnt. Ich sammle ja Steine jeglicher Couleur. Und das sieht ein bisschen aus. Mal gerade gucken, habe ich einen. Sieht ein bisschen aus wie der Diorit, den ich hier habe. So in diese Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt ist oder ob das Zufall ist. Ich bin mir da auch gar nicht so sicher, wie die Gesteinssorten in der Region sind, in denen Aloy sich hier bewegt. Komme ich da unten durch? Ich sehe nichts als sie. Ja. Oh nein. Mir dämmert gerade eine Erkenntnis. Das sieht mir sehr schwer nach einer Arena aus. Hier sind Sprengfässer. Oh großer Gott. Okay. Was wird uns hier erwarten? Guck mal da. Da haben wir doch schon die ersten Hinweise. Fuchs, du solltest hier jetzt wirklich das Weite suchen. Sprengstoff. Im Steinbruch finden viele Sprengungen statt. Seltsam. Wo kommt dieser Steinhaufen her? Das ist kein normaler Steinhaufen. Was ist das denn? Oh je. Und das haben die nicht gesehen? Groß, was? Bitte was? Oh Gott.
Fenster. Sag mal, kommst du auch immer noch mal hoch oder kämpfen wir jetzt immer unterirdisch? Wie sieht das aus? Ich würde gerne mal... Okay, jetzt gehen wir kurz hier in das Notizbuch. Steinbrecher. Dip. Haben wir den hier irgendwo? Verwüster, Schnappmaul, Verderbergrau, habe ich Pirscher. Stürmer? Sie da. Schwäche Eis. Abriss alles. Okay, Eis und Abriss. Abriss haben wir schon zur Genüge. Sehr gut. Ach so, da hilft mir kein normaler Pfeil. Das macht Sinn. Wo ist er? Das scheint nicht so viel Effekt bei ihm zu haben gerade. Ach ja, er ist ja auch einfach nicht auf Eis, nicht auf Feuer. Bin ja auch ein Idiot. Halleluja. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, Aloy, müsstest du. Ich muss mal gerade ein paar Modifikationen loswerden hier wieder. Wir haben wieder... Ich mach mal die Grünen mal gerade weg. Das ist jetzt keine Aussage über irgendwas Politisches. Ich meine die grünen Modifikationen. Schock. Blöpp. Und ich glaube, das reicht auch erstmal. Ich glaube, mitnehmen kann ich die nachher nicht mehr. Die werden wahrscheinlich weg sein, sobald ich wiederkomme. So, ich glaube, ich habe herausgefunden, wer hier für die Toten verantwortlich ist. Ist nur so eine Vermutung. Und das ganz ohne eines von diesen Fässern zu sprengen. Krasses Vieh. Richtig krasses Vieh. Halleluja. Na, guck mal, da wäre es auch runtergegangen. Da kommen wir, glaube ich, dann auch wieder hoch, wenn wir wollen. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen hier sind nicht unbedingt so gut. Das sieht mir alles andere als gesichert aus, aber gut, was will man erwarten? Das ist so, So Arbeitsschutzmaßnahmen werden hier wahrscheinlich für die Sklaven nicht unbedingt... Und nicht gerade wenig. ...eingehalten werden. Die Frage ist, haben sie den mit den Sprengungen, die sie durchgeführt haben, geweckt? Vermutlich, ne? Der lag vermutlich da irgendwo tief unter dem Stein vergraben. Und ist erst hervorgekommen, als die Sprengungen stattgefunden haben. Und dann hieß es ja, da ist plötzlich ein neuer Steinhaufen, der vorher nicht da war. So, Problem gelöst. Und da ist ein Händler, bei dem ich eventuell Sachen loswerden kann. Das ist gut.
So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo. Und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Dankeschön. Das ist schon ein bisschen frivol, oder? Das ist frivol. Dass ich euch geholfen habe. So, lass mal kurz gucken. Wir können doch Modifikationen eher loswerden, als sie... Also eher verkaufen, als sie wegzuschmeißen. Die blauen und lilanen würde ich gerade ganz gerne behalten. Verkauf gegen Metallscherben, die alte Skulptur, von der ich immer noch überzeugt bin, dass es eigentlich ein Herz ist. So. Und guck mal, wir haben richtig viele Metallscherben mittlerweile wieder. Das ist gut, die können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Machen wir hier gerade auch mal wieder ein bisschen Platz, indem wir die Sachen loswerden, die wir nicht brauchen. Da sind jede Menge Linsen, meine Güte. Was mache ich nur mit den ganzen Linsen? So, den Ring können wir loswerden oder beide Ringe. Das Armband können wir loswerden. Den Rest behalten wir. 112 von 120. Ah, es wird bald der Moment kommen, wo ich wirklich aussortieren muss. Und wenn ich doch jetzt schon mal hier die Möglichkeit hatte, hier Sachen zu verkaufen, dann kann ich doch mal gucken, ob ich nochmal kurz da runter kann. Ich bin mir zwar fast sicher, dass die Leiche da unten schon weg sein wird. Ebenso unsere abgelegten Modifikationen. Aber wenn nicht, dann kann ich die eben nochmal zurückholen und dann doch da oben verkaufen. Wobei, die Leiche ist noch da. Guck mal. Vielleicht haben wir Glück. Würde ich nicht alles... Ja, wir haben Glück. Was würde ich nicht alles für ein paar Metallscherben tun? Na komm. So. Dann bringen wir sie an einen Ort. Ich hätte die auch einfach verwerten können, statt abzulegen. Habe ich jetzt auch wieder nicht dran gedacht. Aber dann bringen wir sie an einen Ort, wo sie uns noch mehr Metallscherben mitbringen. Die wir ja durchaus bei unserem Verbrauch an Scharfschusspfeilen mehr als brauchen können. Es ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir sehr viel davon haben. Gibt aber, glaube ich, auch noch die ein oder andere Waffe, die ich mir gerne zulegen würde, wie zum Beispiel den Seilwerfer. Da jetzt schon sehr viel Gutes drüber gehört. Und den werden wir brauchen, wenn wir alle Prüfungen der Jägerloge machen wollen. Zumindest bis zu dem Punkt, dass wir überall eine Halbsonne haben. Teil mag ich besonders. So, lieber Händler, ich habe noch mehr Sachen für dich. Ich hoffe, du hast genug Scherben. Blöpp, 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 blöpp. Zack. So. 2300. Das ist nicht schlecht. Wie sieht denn das eigentlich aus? Habe ich jetzt eigentlich, halt, so. Sprengschleuder, Schattenrassler, den werden wir mit Sicherheit auch brauchen. Kaja-Rassler, den könnt ihr mir holen. Da das ohnehin nicht einer der Waffen sein wird, die ich bis zum Ende benutzen werde. Nein, Schnappmaulherzen. Die ich bis zum Ende immer wieder benutzen werde. Tramplerherz. Ah ja, das waren die interessanten Pfeile, genau. Müssen wir mal gucken, wie das wird. Man kann nicht alle Waffen, also man kann schon immer wieder wechseln auch, aber... Man kann halt nicht alle Waffen gleichzeitig auf die Schnellleiste legen. So dass man schon so ein bisschen überlegen muss, was ist wirklich wichtig, was möchte man mitnehmen, was nutzt man auch dauerhaft. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Weil man dann auch wirklich angepasste Spielstile hat, ne? Je nachdem, wie einzelne Bock haben, können sie für sich entscheiden, welche Waffen sie benutzen und wie sie an Kämpfe rangehen. Und es ist halt nicht einfach immer das Gleiche. Das finde ich sehr, sehr schön. Hallo Fuchs. Mit euch habe ich kein Problem. Ich frage mich gerade nur, wie ich hier oben raufkomme. Der Wegpunkt sagt, ich soll da vorne hin. Jetzt sagt er, ich soll da oben hin. Hier sehe ich zumindest nichts zum Klettern. Das ist so ein bisschen meine Frage gerade.
Vielleicht muss ich da auch von der Seite rauf. Ich muss nebenbei nochmal erwähnen, ich liebe diesen Pfeil. Ich finde ihn absolut großartig. Diesen Absprengpfeil. Der Regen hilft uns. Ich muss bei Zeiten unbedingt nochmal gegen Brüllrücken kämpfen. Oder mir ein Brüllrückenherz kaufen beim Händler. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht machen möchte. Lieber gegen Brüllrücken kämpfen und gucken, dass wir so ein Herz bekommen. Denn die dritte Stufe der Rüstung, dieser Schleichrüstung hier, die bedarf, glaube ich, eines Brüllrückens. Auf diesen Sturm habe ich gewartet. Weißt du? Aber warum? Was bringt dir dieser Sturm? Hier ist aber nichts zum Hochklettern. Oder habe ich da jetzt ganz grob was übersehen, wo ich hoch hätte können? Hallo ihr, ich habe eure Probleme gelöst. Mal wieder. Ich denke mal, hier von der Flanke wird man nicht hochkommen. Dann gibt es ja eigentlich nur noch diesen einen Weg, der uns auch angezeigt wird, nämlich hier dann links hoch. Ist das vielleicht hier irgendwo? Nee. Sag mal, bin ich jetzt doof? Oder sehe ich einfach nur den Kantenmaler gerade nicht? Das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt tatsächlich einmal komplett hier rumgelatscht. Aber hier kann ich mich nirgends festhalten. Von da kommt man auch nicht rüber. Von da gewiss auch nicht. Es sei denn, es gibt da irgendwas in der Luft, was noch irgendwie, was ich nicht gesehen hätte, ein Seil oder sowas, aber das gibt's hier nicht. Nein. Bin hier ein bisschen verwirrt. Vor allem kommt man da an der Seite, glaube ich, auch nicht hoch. Das hilft mir nicht. Aber irgendwo muss es ja eine Kante geben, wo man hoch kann. Diese Kante ist es nicht, nein. Gut, jetzt. Guter Fund. Ich wollte wirklich keinen Stress mit euch, aber was soll ich machen? Ihr habt mir das aufgezwungen. Ich wollte nur gucken, wo ich hier hochklettern kann. Ich muss die ganzen Maschinenausbeuterkisten nochmal wieder leer machen, ne? Kann ich hier vielleicht irgendwie... dann hier so... so hier hoch... dann hier an der Seite irgendwie hochbaggen... ja, so... Das ist der richtige Weg? Ich bin sicher nicht. Und du musst jetzt runterleiten, Schwein. Tut mir echt leid. Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Oh, was sehen meine Äuglein dort? Oh, wow. Ich wollte auf den Stein springen, nicht daneben. Was sehen meine Äuglein dort da oben? Nicht nur einen Datenpunkt, sondern auch ein Ort zum Abseilen. Ist das der richtige? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so gewollt ist, dass man so hier hochkommt.
Jetzt hänge ich hier vor allen Dingen fest. Na, hier komme ich nicht weiter. Wie komme ich denn da rauf? Da oben ist der. Ja, das ist der Punkt, von wo aus man sich abseilen kann. Meistens muss man ja nur die eine Ecke erwischen, wo man mal ganz kurz stehen kann. Aber das haben die hier echt gut abgedichtet. Gut, dass sie da unten uns nicht beobachten. Sonst würde ich mich jetzt ein bisschen schämen. Gut, dass nur ihr zuguckt, da schäme ich mich überhaupt nicht. Nee, das hat so keinen Sinn. Wie komme ich da hoch? Ich sehe keine Kletterkanten. Brauche ich dafür ein spezielles Werkzeug? Brauche ich dafür irgendwas, womit ich mich da hochziehen kann? Ich habe ein Panorama gefunden. Ja, ich frage mich, was das früher einmal war. Ich komme halt nicht dran, das ist das Problem. Nee, von hier aus kann ich das Panorama auch nicht angucken. Nee. Oh, und das könnte das Panorama sein, das tatsächlich da hinten den Turm abdeckt. Ich will doch nur hier rauf, Leute. Wirklich. Ich habe das Gefühl, die haben hier eine Alpha-Wand reingezogen, damit man hier nicht hochklettern kann. Das ist ein bisschen fies. Oh, jetzt habe ich es geschafft. So. Ah, meine Güte. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Was, schon wieder? Achso, Schockfallen. Ja, Schockfallen habe ich genug. Hey Leute, bitte mal keinen Blödsinn. Da. Apokashitzdom Tuta 9. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell ich konnte, aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Okay, ich sehe Kampfjets. Wahrscheinlich ist es wieder er mit seinem Vater, ne? Und da hinten stand noch kein Metallturm. Er ist erst später dazu gekommen, ganz offensichtlich. Nun gut, alles klar. Wir gucken uns die Geschichte dazu. Ja, hab ich mir gedacht, hier ist Set 2. Set 3. Gucken wir uns an, wenn wir mehr als, also wenn wir 3 mindestens haben, ne? Dann gucken wir da nochmal drüber. Kleiner Augenblick. Da bin ich wieder. Entschuldigung, hat an der Tür geklingelt. So. Jetzt können wir uns hier dramatisch abseilen in einem halsbrecherischen Sprung. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber irgendjemand hat geschrieben, wenn sie einmal nicht trifft, dann ist vorbei. Einmal mit dem Seil daneben gezielt. Bin mir noch immer nicht so sicher, ob wir den richtigen Weg darauf genommen haben oder ob ich mich da jetzt einfach rauf gemogelt habe. Irgendjemand wird sicherlich die Antwort darauf wissen. Die Arbeit macht mir nichts aus. Besser, als sich um das nächste Essen sorgen zu müssen. Tja, das ist immer die Frage. Gut, jetzt kümmern wir uns um die Ehre für die Gefallenen. Und ich muss wieder Medizin sammeln. Zum Glück hat der Sturm gerade aufgehört. Wir besuchen verschiedene Orte, an denen verschiedene Personen... Das muss der Königsschrein sein, von dem Naman gesprochen hat. Es war für den verrückten Sonnenkönig, gehört aber jetzt uns. Das ist ein Denkmal, kein privater Schrein. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Erinnert mich an jemand.
Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände. Am Stein und am Metall. Das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Okay, ja, das hatte uns ja der eine Priester gesagt, dass es hier offensichtlich Probleme gibt. Damit mit den alten Riten und denen, die trauern möchten. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Ich glaube, das ist jemand, der wahrscheinlich eher dem alten König folgen würde oder den Abtrünnigen. Was macht er noch hier? Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Ist halt echt von Vorteil, wenn man den göttlichen Willen vorher noch selber interpretiert und dann sagt, naja, ich muss das tun, was ich gesagt habe, weil ich habe keine Wahl. Ich dachte, Awards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Awad nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Aber, ja, egal, ich wiederhole mich. Wer genau hat denn gesagt, dass die Sonne das tut? Glauben. Du nennst den Tempel korrupt, aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Ja, ich glaube, das wirkt tatsächlich so, dass er ein bisschen eingeschnappt ist, dass er nicht mehr die überbordene Bedeutung hat, die er mal hatte, dass er nicht mehr so unfassbar wichtig ist und, ja. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Der verbotene Westen, das klingt irgendwie spannend, da sollte man vielleicht mal eine Fortsetzung zu machen. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Okay, lass uns das ausdiskutieren. Ich vertrete auch den Willen der Sonne, behaupte ich, und ich habe Pfeile. Du solltest lieber versuchen, den Wandel hinzunehmen. Die Bitterkeit vergiftet dich. Dein Mitleid brauche ich nicht. Ich habe keins angeboten. Doch wenn du uns durchlässt, behältst du deinen Stolz, der dir ja so wichtig ist. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir.
Ich habe Neuigkeiten aus Anrecht. Meine Schwester wird heiraten. Ich dachte, sie wäre zu stolz. Meine Güte. Sehr verblendet. Du siehst gut aus. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sie ist ja an. Sie verschandelten es. Sie hassten, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Das Leben in Anrecht war nicht einfach. Das Leben hier ist es auch nicht. Das ist mit Sicherheit nicht leicht. Ich frage mich bei sowas halt immer, was hindert mich jetzt daran zu sagen, die Sonne selbst hat zu mir gesprochen und sie verkündet mir ihren Willen und zwar alleine mir. Denn sie hat entschieden, dass ich fortan die Sonne vertrete. Und was sagen die Priester dann? Ja, das glauben wir dir nicht. Das glauben wir dir nicht. Ja, aber welche Legitimation hat denn irgendjemand anderes, der für sich auch einfach behauptet, die Sonne redet jetzt mit mir und nur mit mir. Ja, das, was in den Büchern steht, klar. Aber es ist, wenn wir uns nebeneinander stellen, können wir beide behaupten, die Sonne redet mit uns und wir könnten es beide nicht beweisen. Und alles beruht darauf, dass irgendjemand blind sagt, ich glaube Person A und nicht Person B, Punkt. Oh, das ist, ja. Gut. Wenn man sich darauf beruft, dass göttliche Entitäten mit einem kommunizieren, und zwar nur mit einem selbst, und nur man selbst kann das interpretieren, dann ist das immer eine sehr schwache Grundlage für eine Doktrin und eine Religion. Wenn man nicht logisch argumentieren kann, logisch erklären kann, warum etwas gut und etwas schlecht ist. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Bitte was? Ich bin Wache, kein Stadtschreier. Ich hab dich auch überhaupt nichts gefragt. Überhaupt nichts. Nun gut. Mal kurz hier speichern. Einen Blick auf die Karte werfen. Da vorne werde ich abbiegen und dann begeben wir uns hier runter. Das ist auf diesem großen... Hier waren wir noch nicht. Auf diesem großen Pfeiler. Die verdorbene Zone würde ich gerne mitnehmen. Ich würde auch gerne hier dieses Räuberlager noch plündern. Plündererlager räubern. Das hier noch mitnehmen. Das heißt, wir werden uns dieser Ecke ein bisschen mehr widmen. Mich interessiert auch, was das hier ist. Sieht aus wie eine kleine Hütte. Und wenn wir das geschafft haben, könnten wir einen Abstecher hier hin machen. Und ja, ich muss öfter daran denken, dass ich Maschinen überbrücken kann. Und ich glaube, wir können Sägezähne mittlerweile überbrücken. Das heißt, wir können sie auf unsere Seite ziehen und für uns kämpfen lassen in solchen Situationen. Muss ich öfter mal dran denken, was war das? Warte mal. Nee, doch, achso, das war hier auf der Seite, okay. Alles klar. Ansonsten habe ich alle Lagerfeuer mehr oder weniger entdeckt hier in der Gegend. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir uns auf den Weg, die letzten beiden Schreine zu besuchen und gucken mal, wie wir da aushelfen können. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.